mitten aus Berlin. Aus den Studios am Zoo. Das Berlin-Quiz mit Harald Piniatelli. Hallo. Hallo, guten Tag. Auf ein neues. Hallo zu Hause. Vielen Dank. Danke für den herzlichen Applaus hier im Studio. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind beim Berlin-Quiz. Ja, wir haben eine Frau dabei. Sie hat seit der 8. Klasse einen Brieffreund in Australien. Und sie hat seit 40 Jahren einen Freund in Japan, ist aber verheiratet. Wer versteht das noch? Sie erklärt es uns gleich. Frau Christa Lompe. Hallo. Hallo. Frau Lompe, das müssen Sie uns erklären. Wie funktioniert das? Ja, also das hat mit der Liebe zu meinem Mann nichts zu tun. Den Brieffreund in Australien habe ich seit der 8. Klasse, ja, den hat mir damals mein Englischlehrer vermittelt. Und wir haben dann die ganzen Jahre korrespondiert und er wollte immer wissen, was in Berlin los ist. Er war sehr interessiert. Haben Sie sich schon mal gesehen? Nein, den habe ich noch nicht gesehen, nein. Und dann ist das irgendwann in den 60er Jahren eingeschlafen. Und als die Mauer fiel, hat er einen Brief geschrieben an meine alte Adresse. Und da meine Mutter noch dort wohnte, hat mich der Brief erreicht. Denn sonst, der Name hatte sich inzwischen geändert. Und nun wollte er wissen, wie das alles läuft mit der Wiedervereinigung und so. Und dann ist diese Brieffreundschaft wieder aufgelebt. 10.000 Euro wären ja da gar nicht schlecht, ne? Ja. Australien? Dann wäre doch mal die Möglichkeit da, ja, ihn zu besuchen. Das wäre schon mit mein Ihrem Mann, Traum. Hoffe ich. Ja, na sicher, ja. Mit meinem Mann, ja. Sie haben ja schon, und dazu gucken wir auf Ihr Konto. Sie haben ja schon die dritte Frage richtig beantwortet. Das heißt, die BVG Top Tour, die haben Sie schon erspielt. Wenn Sie jetzt weiterhin jede Frage richtig beantworten, bedeutet das immer wieder einen Schritt weiter in Richtung 10.000 Euro. Zwischendrin, das haben Sie auch noch nicht gemacht, könnten Sie Ihre Joker einsetzen. Und wenn Sie falsch antworten, das wissen Sie auch, dann sind Sie draußen. Wird nicht passieren. Gehen wir mal einfach davon aus. Positiv denken, positiv losfahren zur vierten Station mittlerweile für Sie. Am Rathaus Spandau steigen wir aus. Von 1991 bis 1992 war Stefan Kretschmar Stammspieler im Bundesligateam von Blau-Weiß Spandau. In welcher Sportart feierte Franziska von Van Almsicks Lebensgefährte Stefan Kretschmar Erfolge? Im Volleyball, Eishockey, Handball oder Basketball? Franziska von Almsicks Lebensgefährte. Ja, Franziska von Almsick kenne ich, aber Ihren Lebensgefährten nicht? Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber für Sport interessiere ich mich nicht so sehr. Wenn Sie ihn gesehen haben, vergessen Sie ihn auch nicht. Nur den Sport, den ich so selbst mache. Volleyball, Eishockey, Handball oder Basketball? Also ich tendiere zu Eishockey, aber ich möchte da lieber meine Joker fragen. Stellen Sie sie uns vor, wen haben Sie mitgebracht? Ja, da rechts ist eine alte Bekannte von mir, Frau Ursula Donner. In der Mitte mein Mann und links Anja Donner, die Tochter von meiner alten Bekannten. Und eine Freundin meiner Tochter gewesen. So, alle Augen ruhen auf ihn. Ja, die Antwort, wir sind uns sicher, er ist Handballer. Handballer? Ja. Handballer, sagen Ihre Joker. Natürlich sicher. Sicher, ja? Ja. Kein Gut, dann nehme ich das an. Nehmen Sie an? Ja. Dann nehme ich das auch an. Frau Lompe, gut gemacht, gut eingesetzt, Handballer. Er nahm 1996 mit der deutschen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Atlanta teil, wurde 1994 und 1995 zum deutschen Handballer des Jahres gewählt und jetzt ist er beim SC Magdeburg. Das war die vierte Frage. Die fünfte stelle ich, klar, an der fünften Station. Mit der U6 nach Alt-Tempelhof um die Ecke die Germaniastraße. Wer sollte nach Hitlers Vorstellungen Berlin zur Welthauptstadt Germania umgestalten?
Schulze Naumburg, Werner March, Werner Düttmann oder Albert Speer? Albert Speer. Alle anderen schließen Sie aus? Ja. Doch, das war ja, ja, der hat immer mit Albert Speer zusammengearbeitet. Letztes Wort. Ja. Gut, nehme ich an. Werner March. Er baute das Olympiastadion. Aus welcher Zeit ist das? 36 ist es fertig geworden. Hm. Die Vorstellung, Berlin zur Welthauptstadt Germania umzugestalten, hat Hitler aber mit Albert Speer geteilt. Applaus 1930 an der Berliner Universität hört er erstmals eine Rede von Adolf Hitler. Er ist sehr beeindruckt. Speer tritt 1931 in die NSDAP ein. Größenwahnsinnige Vision von Germania, Berlin als Welthauptstadt. Albert Speer gehörte zu Hitlers engsten Vertrauten. Er entwickelte den Generalplan für den Umbau Berlins. Hitler verfolgte diese Pläne aufmerksam und bot unbegrenzten finanziellen Spielraum. Speers Vater kommentiert das Vorhaben mit dem Satz: Ihr seid komplett verrückt geworden. Einer der wenigen realisierten Entwürfe blieb der Flughafen Tempelhof. Vor allem das alles auf märkischem Sandboden. Die Dinger werden doch bestimmt eingesackt bei der Größe und der Gigantomanie. Wir fahren weiter zur sechsten Station. Zum Alexanderplatz. Mit dem 100er Bus geht es zum Pariser Platz. Dort steht der Neubau der Akademie der Künste. Seit 1997 ist Loriot hier Mitglied. Wie heißt der Lottogewinner in Loriots berühmten Sketch? Müller-Lüdenscheid, Erwin Lindemann, Dr. Klöbner oder Heinrich Lohse? Der Lottogewinner. Ah ja, das ist der, der mal rumstotterte. Erwin Lindemann. Erwin Lindemann? Ja. Nicht Herr Müller-Lüdenscheid, Dr. Klöbner? Nee, mit Müller-Lüdenscheid hat er auch was gehabt, aber der Lottogewinner, mein Name ist so und so und ich habe im Lotto so und so. Erwin Lindemann. Ja. Ja. Soll ich es annehmen? Ja. Angenommen. Mir ist so, als wollte der Gesuchte eine Boutique in Wuppertal oder so eröffnen mit dem gewonnenen Geld, mit dem Papst zusammen. Herr Müller-Lüdenscheid, der saß im Badewannensketch. Aber gefragt habe ich nach Erwin Lindemann. Und der glückliche Gewinner soll einem Fernsehreporter erklären, was er mit dem gewonnenen Geld vorhat. Den verwirrten Rentner spielt Heinz Mayer. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Wenn Sie nachher 10.000 Euro gewinnen, möchte ich Sie mal sehen, wenn dann die Kameras laufen und Sie sagen, was Sie mit dem Gewinn machen möchten. Wir fahren jetzt weiter, aber vorher möchte ich doch noch mal auf Ihr Konto schauen. Die sechste Frage haben Sie richtig beantwortet. 500 Euro liegen schon bereit für Sie. Und wir fahren weiter zur siebten Station. Die Oranienburger Straße. Abends eine beliebte Ausgehmeile. Auch tagsüber gibt es interessante Veranstaltungen hier. Was fand 1997 in der Oranienburger Straße zum ersten Mal statt? Das jüdische Straßenfest, ein Volkslauf, ein Gauklerfest oder ein Fahrradrennen? Das 1997. Das jüdische Straßenfest. Schon da gewesen? Nein, da gewesen bin ich noch nicht, aber ich habe darüber gelesen. Und Fahrradrennen, das glaube ich nicht.
Und das Gauklerfest ist ja auch woanders. Ein Volkslauf wird nicht gerade da gewesen sein. Also ich entscheide mich für das jüdische Straßenfest. Also ich kann mich erinnern, dass das im letzten Jahr dort war. Und ich denke, dass es 1997 auch schon mal stattgefunden haben könnte. Soll ich das annehmen? Ja. Gut. Und ums Opernpalais? Das Gauklerfest. Ja. Kein Volkslauf. Kein Fahrradrennen, das jüdische Straßenfest. Ja, schon gelöst, die Frage Nummer 7. Wir brauchen Station Nummer 8. Bellevue Tiergarten. In der John Foster Dulles Allee sitzt seit 1988 das Haus der Kulturen der Welt, Institutionen des Kulturaustauschs. In welchem Jahr war West-Berlin Kulturstadt Europas? 1923, 1999, 1988 oder 1970? Große Veranstaltung. Kulturstadt Europas. Oh, das ist jetzt schwierig. Also 1923 schließe ich mal aus. Das war so gerade nach der Inflation. Viele Ausstellungen hatten wir ja eigentlich immer später. Können Sie noch was ausschließen aus 1923? Das ist jetzt echt der Knüller hier. Nicht der Knüller? Wo tendieren Sie denn hin? Wo sagen Sie, die Zahl gefällt mir am besten? Ja, ich tendiere zu 1988. Das ist natürlich so, 87 war das Jubiläumsjahr. Ob dann 88 Kulturstadt gleich war. Ich sag mal 1999. 99? Ja. Letztes Wort? Ja. Den Bauch beiseite gelassen, umentschieden. Ja, und wie muss ich mich ja entscheiden? Geben Sie mir jetzt Ihre letzte Antwort. Jetzt. Nein, hier bin ich. Also ich bleib bei 99. 99? Ja. 99 nehme ich an. Der Titel wird erst seit 1985 verliehen. Demnach fallen raus 1970 und 1923. 1999 war die Kulturstadt Europas Weimar. Oh. Es war 1988. Ach, hätte ich doch Ihr erstes zuerst, Gefühl. Ja. 1988. Seit 1985 benennt die EU für jeweils ein Jahr eine Kulturstadt Europas. Berlin war die erste deutsche Stadt, die den Titel erhielt. 1988. Trotz alledem nehmen Sie die Air Berlin Flüge mit nach Hause. Das sind zwei Tickets in den sonnigen Süden, da wo es warm ist, wo es kuschelig ist. Und Sie nehmen natürlich das Berlin-Quizbuch mit nach Hause. Ich danke, dass Sie da waren. Frau Lampe, vielen Dank. Kultur, Politik, Entertainment, Kunst. Sie haben Ahnung? Dann bewerben Sie sich unter der Kandidatenhotline 0805 640 640. Vorher üben Sie bitte schön. Das können Sie im Internet unter www.berlinquiz.tv. Vier Kandidaten, die sich beworben haben, hier jetzt im Studio sind, warten auf meine erste Schätzfrage. Aber vorher stelle ich Ihnen vor. Herzlich willkommen, Susanne Köster aus Friedenau. Hans-Jürgen Gill aus Hennigsdorf.
Danke. Sebastian Rohrlach aus Friedrichshain. Und Birgit Resch aus Hellersdorf. Angesprochen habe ich sie schon. Die Schätzfrage. Wie viele Berliner wurden in den letzten Jahren Lottomillionäre? Die Zeit läuft. Die richtige Antwort wäre 120. Herr Rohrlach liegt mit 13. Nah dran. Hallo, Herr Rohrlach. Danke. Herr Rohrlach. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin momentan Anerkennungspraktikant zur Erzieherausbildung. Also das heißt, ab Ende September bin ich staatlich anerkannter Erzieher. Und haben Sie schon eine Stelle danach? Wissen Sie schon, wo es hingeht? Ich mache jetzt erstmal nach dem September 2 Monate erstmal nichts und ab Dezember geht mein Zivildienst los. Jetzt geht es darum, 10.000 Euro vielleicht mit nach Hause zu nehmen. Gut vorbereitet? Mhm, ja. Nervös? Ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir die Nervosität ablegen können und nur das Wissen hervorgraben können. Wir fahren zu Ihrer ersten Station. Los geht's! Erste Station ist Ruhleben. Von hier nur noch wenige Stationen mit dem Bus und man erreicht ein großes Möbelhaus. Welches schwedische Möbelhaus hat vor kurzem seinen Neubau in Spandau eröffnet? Smöre, Ikea, Volvo oder Höffner? Naja, kann ich ja direkt eins sagen. Quatsch, zwei Ikea. Was? Jetzt habe ich direkt die eins. Also zwei Ikea. Ikea? Ja. Nehme ich an. Nach Um- und Neubau, das von der Verkaufsfläche größte Ikea Deutschlands. War das deshalb, weil Sie selber Ikea-Kunden sind? Nee, weil ich gerade auf die 1 geguckt habe und irgendwie war so ein freudscher Effekt gerade drin. Okay, gut. Gucken wir mal auf die 2, die zweite Station. Zum Spittelmarkt. In der Beuthstraße hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport ihren Sitz. Ja, kenne ich. Kenne ich gut. Die Frage: Welche Bildungsinitiative unterstützt die Stiftung Deutsche Klassenlotterie? Computer, Pünktchen, Pünktchen, bitte ergänzen, aufs Land, an die Macht, in die Schulen für immer. Würde ich spontan sagen, 3, in die Schulen. Computer in die Schulen? Ja. Letztes Wort. Letztes Wort. Angenommen. Kurz Kids. Das Projekt wird von einer gemeinnützigen GmbH im Auftrag des Landes Berlin durchgeführt. Computer in die Schulen. Und so sieht das Programm aus. Computer, Internet und Multimedia. Damit Berliner Schüler immer auf dem neuesten Stand sind und bleiben, gibt es seit 1998 die Initiative Computer an die Schulen. Kids besorgt die Hardware und bietet Kurse für Schüler und Lehrer. Und wir fahren weiter. Sebastian Rohrlach, wo steigen wir jetzt aus? Mal gucken. Dritte Station. Würde sein. Sehr schön. Nicht in Friedrichshain. Nicht am Platz der Luftbrücke. Sitz des Polizeipräsidenten, den haben wir hier. Die Polizei hat jedes Jahr an einem bestimmten Tag Großeinsatz in Kreuzberg. An welchem Tag gerät Kreuzberg jedes Jahr in die Schlagzeilen? Am 1. Mai, am 1. April, am 3. Oktober oder am 1. Januar? Der 1. Mai. Der 1. Mai. Hm? Ich am 1. April. Nein. Januar. Nein. Nummer 1, der 1. Mai. Definitiv. Angenommen. Richtig. Seit mittlerweile sehr vielen Jahren gibt es am 1. Mai eine sogenannte revolutionäre Mai-Demo, bei der es stets zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Autonomen kommt. Jo, die dritte Frage richtig beantwortet. Wir fahren gleich weiter. Ja. Schnelles Spiel. Vierte Station, bitte. Am Pleistberg, wieder nicht in Friedrichshain. Sie kommen aus dem Friedrichshain. Ich komme aus dem Friedrichshain, ja.
Wir sind ja jetzt am Gleisberg ausgestiegen und hier ist das BVG-Zentrum. Frage dazu: Welches Jubiläum feiert die Berliner U-Bahn 2002? 50-jähriges, 125-jähriges, 100-jähriges oder 200-jähriges? Also da ich viel mit der U-Bahn fahre, sehe ich im Berliner Fenster immer die Werbung dafür. Das ist Antwort 3, 100-jähriges. Das 100-jährige. Das 100-jährige. Nehme ich an. Wie sagt man so schön? Werbung bildet. Das stimmt. 100-jähriges. Heute gehört die U-Bahn Berlins zu den 10 größten der Welt. 9 Linien, das Streckennetz beläuft sich auf 144 Kilometer, es gibt 170 Bahnhöfe, über 400 Millionen Fahrgäste pro Jahr. 18. Februar 1902. Die erste U-Bahn rattert durch Berlin. Das erste Teilstück reichte vom Potsdamer Platz zum Stralauer Tor. Die Strecke verlief ausschließlich oberirdisch. Und ein schneller Blick auf Ihr Konto. Was haben wir da? Die BVG-Clubreise, die gehört schon mal Ihnen. Für 2 Personen könnten Sie jetzt schon mal losdüsen. Wir düsen aber erst mal weiter zur 5. Station. Steigen am Alexanderplatz aus und im Roten Rathaus sitzt der regierende Bürgermeister von Berlin. Wer war regierender Bürgermeister von West-Berlin zur Zeit des Mauerfalls? Richard von Weizsäcker, Walter Momper, Erhard Krack oder Eberhard Diepgen? Das ist eine ganz komische Geschichte. Also ich weiß, dass davor Eberhard Diepgen war und danach, aber in der Zwischenzeit, genau zur Zeit des Mauerfalls, war es Walter Momper. Antwort 2. Antwort 2. So denke ich doch eigentlich. Geben Sie mir Ihr Zeichen. Ich definitiv annehmen. Okay. Da hat sich einer wahrscheinlich ganz schön geärgert, der Herr Diepgen. Denn es war Walter Momper. Er war von 89 bis 90 regierender Bürgermeister West-Berlins, dann bis 91 von Gesamt-Berlin. Am 10. November 1989 sprach er vor dem Schöneberger Rathaus. Mit dabei waren Helmut Kohl, Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher. Mhm. Ich bitte die Berlinerinnen und Berliner, sich stets an die glücklichen Stunden des heutigen Tages zu erinnern. Wo wir schon bei schöner Musik sind. Sie machen selber Musik, ne? Ich mache selber Musik, ja, aber nicht so. Was machen Sie für Musik? Momentan bin ich zum Leidwesen meiner Freundin mehr auf die E-Gitarre beschränkt. Das heißt auch zu Hause schön laut E-Gitarre spielen. Macht Spaß. Und normalerweise habe ich eigentlich Akustik- oder Klassikgitarre gelernt und spiele jetzt so mehr so in die Metal-Richtung. Versuche es zu spielen. Und machen Sie das ganz alleine oder mit einer Band? Haben Sie da was zusammengestellt? Ich bin momentan teilweise engagiert in so einer Metal-Band, wie man so sagt. Da mache ich so mal 1-2 Liederchen mit. Und gibt es da Gigs, Auftritte, wo man sagt, da kann ja, man da war ich aber bis jetzt noch nicht auf keinem Auftritt dabei gewesen. Also. War ich noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Kommt garantiert noch. Das ist in Planung. Kommt garantiert. Und garantiert kommt auch die 6. Station. Hier ist sie. Mit der U7 nach Neukölln. In Neukölln ist die Botschaft des Vatikan. Die Euromünzen des Vatikans sind ein begehrtes Sammlerstück. Die Frage dazu? Auf welcher deutschen Euromünze ist das Brandenburger Tor abgebildet? Auf dem 2-Euro-Stück, auf dem 1-Euro-Stück, auf dem 1-Cent-Stück oder dem 50-Cent-Stück? Ich nehme Antwort 4. 50 Cent. Keine Joker. Keine Joker, nee. Haben Sie welche dabei? Nee. Mit Portemonnaie, das weiß ich gar nicht, wo es ist. Irgendwo draußen in der Maske. Keine Ahnung. Nee, es sind 50 Cent. Also 50 Cent? Denke ich. Die mag ich, die sind so schön. Groß und gold, finde ich schön. Naja. Angenommen. Okay. Der Bundesadler verziert die Rückseite des 1-Euro-Stücks. Der Bundesadler verziert die Rückseite des 2-Euro-Stücks. Und in Anlehnung an den Eichenzweig
der auf dem Pfennig drauf war, haben wir den jetzt auch auf dem 1-Cent-Stück. 50 Cent, das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor, eingekreist von den 12 europäischen Sternen. Damit haben wir die 6. Frage gelöst und schauen auf Ihr Konto. 500 Euro gehören Ihnen. 500 Euro ist der SFB schon mal ärmer. Ist das schön. Mal gucken, ob wir ihn noch ärmer machen können. Die 7. Frage bitte an der 7. Station. Mittendrin, in Mitte, unter den Linden, am Pariser Platz entsteht zurzeit der Neubau der französischen Botschaft auf historischem Grund. Welches deutsche Wort leitet sich von dem französischen Wort banlieue, Vorort, ab? Bannmeile, Bankrott, Bausünde oder Banner? Ui, kalt erwischt erstmal, fürs Erste. Banlieue, Vorort. Ich glaube, ich frage meine Joker. Können nichts ausschließen, können nichts herleiten. Ich würde Bausünde ausschließen und Bankrott auch. Aber ich schwanke echt zwischen 1 und 4. Bannmeile oder Banner. Also wenn man jetzt sieht, Vorort. Was Örtliches hat ja eine Bannmeile, aber ein Banner nicht. Ah ja, 1 und 4. 1 und 4. 1 und 4 können wir annehmen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich frage den Joker. Von den beiden, dann sagen sie, da wissen sie da nicht weiter. Da bin ich mir definitiv nicht sicher. Gut, dann fragen wir die Joker. Gut. Soll ich sie jetzt vorstellen? Die da sind? Genau. Das ist jetzt der bärtige Mann, das ist mein Vater. Und die Frau daneben ist meine Mama. Und ganz links von uns aus gesehen ist die Schwester meiner Freundin, die Stefanie. Hallo. En famille, könnte man sagen, ne? Welches deutsche Wort leitet sich von dem französischen Wort banlieue ab? Banlieue für Vorort. Bannmeile, Bankrott, Bausünde oder Banner? Das ist die Bannmeile. Ich wusste es. Echt jetzt? Okay. Ja. Die Bannmeile? Nehmen wir das an. Dann nehme ich auch die Bannmeile an. Denn die Bannmeile ist richtig. Im Mittelalter bezeichnete das Wort das Gebiet von einer Meile um eine Stadt herum, in denen keine Fremden Handel treiben durften. Ah ja. Da kommt es her, Banlieue, Vorort, Bannmeile. Damit ist die 7. Frage mithilfe der Joker, besten Dank nochmal, richtig beantwortet. Und wir fahren weiter zur 8. Station. Jetzt wird's heiß. Charlottenburg am Jakob-Kaiser-Platz angelangt, umsteigen und in den X9er-Bus nach Tegel fahren. Nach 1945 konnte die Lufthansa die Stadt lange nicht mehr anfliegen. Meine Frage? Wann nahm die Lufthansa nach Kriegsende ihren Linienverkehr von und nach Berlin wieder auf? Am 7. Juli 1988, am 9. November 1989, am 2. Oktober 1990 oder am 28. Oktober auch 1990. Nach Kriegsende ihren Linienverkehr von und nach Berlin wieder auf. Ja. Schade, dass ich Joker nicht mehr habe. Das wüsste mein Papa bestimmt. Aber naja. Selber Kopf zerbrechen. Ich fange an auszuschließen. Also ich denke, 1 schließe ich aus, 2 würde ich auch ausschließen. Obwohl es natürlich super passend wäre, weil da ja die Wende war. Nee, ist es aber nicht. Schwank jetzt zwischen 3 und 4. Also zwischen dem 2. Oktober 90 und dem 28. Oktober 90. Ja. Ich würde sagen, logisch wäre vielleicht, wenn man am 3. Oktober wäre ja die Vereinigung, die Wiedervereinigung, wenn man dann gesagt hätte, am 2. Oktober nehmen wir jetzt sozusagen als symbolischen Akt den Luftverkehr von und nach Berlin wieder auf, damit am 3. Oktober alle reibungslos funktioniert. Deswegen würde ich mich jetzt so ein bisschen auf die Antwort 3 versteifen. Sind ja auch ein bisschen jung, um sich da so ganz genau dran zu erinnern, ne?
Ja, das macht das. Die Zeit interessiert mich ja. Die Geschichte interessiert mich ja. Insofern. Ja, stimmt schon. Ich habe es nicht sehr bewusst miterlebt. Antwort 3. 3. Letztes Wort. Entscheidung gefallen? Ja. Ja? Gut. Der 2. Oktober 1990. Herr Urlach. Es wird hergeleitet. Und alles reibungslos läuft. Zwar landete an diesem Tag bereits eine erste Lufthansa-Maschine nach 45 in Tegel, doch die Aufnahme des Linienbetriebes folgte erst 3 Wochen später, am 28. Oktober 1990. Das tut mir leid. Schade, schade. Mensch. Wie viel habe ich denn jetzt gewonnen? Moment! Achso. Um 9.10 Uhr. Die A310 Donau-Eschingen landet in Tegel. Nach der Zwangspause nimmt die Lufthansa mit dem Ende des alliierten Berlin-Status den Flugbetrieb offiziell wieder auf. Nach 45 Jahren darf die Lufthansa endlich wieder Berlin ansteuern. Der erste, noch außerplanmäßige Flug bringt Bonner Prominenz nach Tegel. Zuvor hatten nur die Alliierten das Privileg, in Berlin zu starten und zu landen. Die gute alte Pan Am. Die gute alte Pan Am. Und jetzt gibt's die gute neue bzw. mittelalte Air Berlin. Und 2 Flüge gehören Ihnen. Damit können Sie jetzt mit Ihrer Freundin oder einem Familienmitglied losfliegen. Und natürlich das Berlin-Buch. Berlin-Quiz-Buch gehört auch Ihnen. Vielen Dank. War nett. Ja, alle auch. Wenn Sie auch Lust haben auf Sonne im Winter, dann machen Sie doch mal mit. Vielleicht können Sie auch Air Berlin-Flüge gewinnen oder richtig viel Geld. Sie können anrufen unter der 0180 5 640 640. Das ist unsere Kandidaten-Hotline. Und Sie können üben, vorher trainieren im Internet unter www.berlinquiz.tv. Das haben die Kandidaten sicherlich getan. Und hier kommt die 2. Schätzfrage. Wie viele Menschenaffen leben im Zoologischen Garten? 10 Sekunden laufen. Die Entscheidungen sind gefallen. Es waren 361. Und wer liegt am nächsten dran? Frau Köster mit 100. Hallo. Frau Köster, wir legen gleich los. Wir wollen ja was gewinnen, wir wollen spielen und wir versuchen ganz viel zu gewinnen. Mhm. Und dazu brauchen wir die erste Station. Mit der U9 zur Berliner Straße in der Bundesallee hat die Berliner Landesbank ihren Sitz. Wie heißt ein Berliner Ausdruck für Geld? Plinsen, Plauze, Penunse, Penaten. Penunse. Penunse, Nummer 3. Gut. Die Plinsen stehen für Pfannkuchen, Penunse steht für Geld. Nach 1 kommt, nach Adam Riese, 2. Zur französischen Straße. Angehende Musiker lernen an der Hochschule für Musik Hans Eisler in der Charlottenstraße. Was ist die Fête de la Musique? Ein Musikfest, eine Popband, ein Plattenladen oder ein Radiosender? Ein Musikfest, ja. Bin ich ganz sicher. Ja, nur so viel Französisch kann ich, glaube ich, noch. Dann nehme ich das an. Kein Plattenladen, kein Radiosender, keine Popband, ein Musikfest. Ein europäisches Musikfest, das jährlich am 21.06. stattfindet, gleichzeitig in vielen europäischen Städten. Zum Beispiel Prag, Paris, Barcelona oder Athen. Weiter geht's. Nummer 3, bitte. Zum Olympiastadion in Charlottenburg und in der Jesse-Owens-Allee hat der Landessportbund Berlin e.V. seinen Sitz.
Welches sportliche Großereignis findet 2006 unter anderem in Berlin statt? Die Formel 1, die Olympischen Spiele, der Ironman oder Fußball-WM? Die Fußball-WM. 2006? Ja, 2006. Ja. Gut. Angenommen. Wenn dann alles gut geht, 2006, die Fußball-WM in Berlin. Sie findet in insgesamt 12 deutschen Städten statt, im Berliner Olympiastadion dann das Finale. Mhm. Nummer 4 bitte. Gleich geht's weiter. Vierte Station. Zum Theodor-Heuss-Platz. Hierhin ist ein berühmtes Berliner Kabarett im Jahr 2000 gezogen. Welches Berliner Kabarett hat seinen Sitz seit 2000 am Theodor-Heuss-Platz? Die Wühlmäuse, die Stachelschweine, die Maulwürfe oder die Distel? Am Theodor-Heuss-Platz. Also, ich glaube, es sind die Wühlmäuse. Ich schwanke nur zwischen Stachelschweinen und Wühlmäusen, aber die müssen die Wühlmäuse sein. Die Stachelschweine, wo packen Sie die hin? Also, ich war mal bei, das waren, glaube ich, die Wühlmäuse, was im früher an der Bundesallee da war, würde ich denken. Die Distel, die Maulwürfe gibt es sowieso nicht. Die Distel gibt es aber nicht. Mein Gott. Soll ich jetzt mal mit? Ganz ruhig. Mhm. Also Distel und Maulwürfe schließen sie aus. Ja. Zu den Wühlmäusen tendieren sie. Ja. Ich nehme die Wühlmäuse. Die Wühlmäuse. Mhm. Angenommen. Erst kürzlich starb das bekannteste Mitglied Wolfgang Gruner, Mitglied der Stachelschweine. Und die sind im Europacenter. Die beiden anderen, Maulwürfe und Distel, haben sie ausgeschlossen. Und das war auch klasse, denn die Wühlmäuse stimmt. Mhm. 2000 zogen die Wühlmäuse von der alten Spielstätte in der Spichernstraße in die Pommernallee 2 am Theo um. Das neue Domizil am Theo. Angefangen hat alles 1960, natürlich mit dem Gründer Dieter Hallervorden. Ein Reiter. Sein Pferdchen schwer beladen. Vielleicht ein Entwicklungshelfer. Genau. Es ist Old Shatterhand. In den Satteltaschen steckt die Gage des letzten Films. Heil sei dem Tag, an welchem er bei uns erschienen. Wo bleibt er? Mein weißer Bruder wird einen Parkplatz für sein Pferd suchen. Jetzt schauen wir auf Ihr Konto. Das lohnt sich schon, denn Sie haben sich schon die BVG-Clubreise erspielt für zwei Personen. Und wir fahren weiter zur fünften. Mit der U15 zum Cottbusser Tor von einem kleinen Imbiss am Cottbusser Damm trat der Döner Kebab seinen Siegeszug durch Berlin an. Wann wurde der erste Döner-Kebab in Berlin verkauft? 1956, 1960, 1971 oder 1983? Naja, also 1956 und 60 keinesfalls, denn da gab es ja hier noch gar keine Türken, würde ich mal sagen. Oder jedenfalls nicht viele. 83. Wobei auch die wenigen sicherlich Appetit drauf hatten. 1960, also ich tendiere eigentlich zu 71. Ich denke mal, meine Joker werden das auch nur raten können, weil man sowas ja nicht unbedingt weiß, sondern Möchten Sie sie aufsparen, oder? Ja, das ist es eben, man weiß immer nicht. Zwei Möglichkeiten. Ja, ich weiß. Ich entscheide mich für 1971. 71. Mhm. Gut, angenommen.
1983 eröffnete die erste Berliner McDonald's-Filiale gegenüber vom Bahnhof Zoo. Und 1971 verkaufte Mehmet Aygün in Berlin den ersten drehbaren Braten. Damit ist das richtig. Döner Kebab genannt. Und anders als in der Türkei wird der Döner in Deutschland in Brot verpackt und aus der Hand gegessen. Mhm. Ja, die fünfte Frage, das bedeutet, die sechste Station kommt jetzt. Am Potsdamer Platz, in der Niederkirchner Straße, im alten preußischen Landtag, befindet sich heute das Berliner Abgeordnetenhaus. Welcher Berliner Politiker zog am 20. Januar 1963 die Lotto-Zusatzzahl? War das Willy Brandt, Eberhard Diepgen, Walter Momper oder Ernst Reuter? Also Ernst Reuter war schon tot. Eberhard Diepgen, der war da wahrscheinlich Student oder so, aber ich glaube nicht, dass der... Also es muss eigentlich Willy Brandt gewesen sein. Das ist der einzige, der Berliner Politiker war und alt genug und eben noch lebte. Also ich nehme Willy Brandt. Willy Brandt? Mhm. Keine Joker? Nee, also ich denke mal, das ist... Angenommen. Und für richtig befunden, Willy Brandt. Am 20. Januar 1963 wurde in der Deutschlandhalle 10 Jahre Berliner Zahlenlotto und 200 Jahre Lotto in Berlin gefeiert. Schnelles Spiel, weiter. Mal sehen, wie weit Sie kommen. Ja, ja. Siebte Station, bitte. Alles offen, Sie haben Ihre Joker noch. Wir steigen bei den Borsigwerken aus. Der von Eugen Schmohl 1922 geplante 65 Meter hohe Borsigturm war das erste Hochhaus der Stadt. Welche Hochhaussiedlung wurde von 1955 bis 1957 für die internationale Bauausstellung errichtet? Gropiusstadt, Nikolaiviertel, Hansaviertel oder das Märkische Viertel? Das war das Hansaviertel. Das weiß ich, ich habe ein Buch gelesen vorher. Man bereitet sich ja vor und da habe ich das gelesen. Das Hansaviertel? Ja. Sie sind sich so sicher? Da bin ich mir sicher, ja. Dann nehme ich das an. Es wurde als Modell für aufgelockertes, von Grünflächen durchzogenes, neues Stadtviertel angelegt. Das Hansaviertel. Und wie es aussah zur Interbau 57, das haben wir festgehalten. Der zwischen S-Bahn-Trasse und Tiergarten gelegene südliche Teil des kriegszerstörten Hansaviertels präsentierte sich zur internationalen Bauausstellung als die Stadt von morgen. 36 Einzelbauten oder Ensembles bilden noch heute das Musterbeispiel für moderne Architektur und Stadtplanung der 50er Jahre. Anstelle der geschlossenen Blockbebauung der Vorkriegszeit wurde das Viertel in aufgelockerten Strukturen mit fließendem Übergang zum Tiergarten errichtet. Der Clou der Ausstellung? Die Besucher konnten das Baugeschehen bei spektakulären Kranfahrten in Augenschein nehmen. Das Allerbeste daran, da bin ich groß geworden. Ach ja? In der Stadt. Frau Köster, wir schauen auf Ihr Konto. Die siebte Frage haben Sie richtig beantwortet. Sie könnten jetzt eigentlich einsteigen in einen Flieger mit der Air Berlin. Dann muss ich meine Kinder mitnehmen. In den Süden fliegen. Das geht aber nicht. Na, noch ein Ticket dazu kaufen. Drei. Ach, drei. Ich habe drei Kinder. Okay. Die grüße ich hiermit. Die wollten gerne kommen, die konnten aber nicht mitkommen, weil sie zu klein sind. Wir machen weiter zur achten Station. Kommen jetzt die Joker dran, nicht dass sie einschlafen. Im Renaissance-Theater hier am Ernst-Reuter-Platz wurden 1996 zum 100. Geburtstag Friedrich Holländers seine Lieder vorgetragen. Mhm. Wie hieß die Frau des berühmten Komponisten und Texters Friedrich Holländer? Claire Waldorf, Helene Weigel, Lotte Lenya oder Blandine Ebinger? Also Helene Weigel war die Frau von Brecht. Lotte Lenya hatte auch irgendwas mit Brecht zu tun. Aber ich fürchte, jetzt muss ich die Joker nehmen, weil ich nicht weiß, also ich würde mich zwischen 1 und 4 jetzt nicht entscheiden können. Ja. Dann machen wir das doch. Ja. So, also
Achso, die müssen sich noch beraten, oder? Ja, Sie können sich aber vorstellen. Gut, also vorher. Ganz rechts sitzt meine Freundin Beate. Ja. In der Mitte, das ist mein Mann. Und links davon ist ein alter Studienfreund von mir, der Christian Pape. Hallo und herzlich willkommen beim Berlin-Quiz. Soll ich Ihnen die Möglichkeiten noch mal vorlesen? Ja, Claire Waldorf, Helene Weigel, Lotte Lenya oder Blandine Ebinger? Blandine Ebinger, ne? Also wir sind nicht sicher, aber wir würden tippen auf Blandine Ebinger. Auf? Nummer 4. Nummer 4, Blandine Ebinger. Ich weiß es nicht. Ja, ich nehme das dann. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Schließen Sie sich an? Ja. Mhm. Gut, dann nehme ich das an. Helene Weigel, Ehefrau von Brecht, haben Sie ausgeschlossen. Mhm. Dolle Bolle, das war Claire Waldorf, hatte damit auch nichts zu tun. Es war, gut geschätzt, Blandine Ebinger. Die Sängerin arbeitete mit ihrem jüdischen Ehemann, emigrierte in die USA 1937. In den 70ern feierte sie ihr Comeback in Berlin. Ich bin ja so durchaus verlastet, ach, ich bin ja so schrecklich verrucht. Es gibt ja für mich nichts mehr Neues, nein, nein, ich hab ja schon alles versucht. Mit Opium habe ich begonnen, ich fraß schon geschmolzenes Zinn. Ich schlürfte mit teuflischen Wonnen saure Milch mit Streichhölzchen drin. Blandine Ebinger. Wir sind jetzt bei der 9. Station angelangt, wenn wir jetzt losfahren. Und das tun wir. Unter den Linden schaut halb Berlin auf Sie. Heute ist der Reichstag, der Sitz des Deutschen Bundestages. Wo tagte der Reichstag nach dem Reichstagsbrand 1933? In der Reichskanzlei, in der Krolloper, im Stadtschloss oder im Preußischen Landtag? Also weder im Stadtschloss noch in der Reichskanzlei, das ist ja klar, dann nicht. Also ich meine, Preußischer Landtag oder Krolloper. Ich meine, ich habe schon mal was von, der Begriff Krolloper sagt mir irgendwie was, aber das wüsste jetzt mein Mann, der ist Geschichtslehrer, aber den habe ich ja nun leider schon verbraucht, sozusagen. Ui, da gibt's Ärger, wenn Sie jetzt die falsche Antwort geben. Naja, mein Gott, eigentlich müsste ich selber wissen, ich habe auch mal Geschichte studiert, aber tja, man kann nicht alles wissen. Ja, ich nehme die Krolloper. Es muss eins von den beiden sein, denke ich. Ja, ich nehme die Krolloper. Letztes Wort? Ja. Ja, für irgendwas muss man sich entscheiden. Ja. Ganz sicher? Naja, sicher bin ich nicht, aber ich nehme es jetzt einfach. Ich meine, dass das letzte Wort ist. Ja. Dann nehme ich es an. Der Reichstagsbrand am 27.02.1933, Wahlen am 5.03.1933. Und am 23.03.1933 fand die erste Sitzung des neu gewählten Reichstages in der Krolloper statt. Meine Güte, klasse. Wir schauen mal auf Ihr Konto. 3.000 Euro gehören schon Ihnen. Wir kommen jetzt zur 10.000-Euro-Frage. Bitte? Ja? So weit sind wir schon. Oh je. Dazu brauchen wir die 10. Station. Nach Zehlendorf zum Wannsee. Von hier fährt der Bus 216 direkt zur Pfaueninsel. Welchen Namen hat die Pfaueninsel bis 1795? Hatte die Pfaueninsel bis 1795? Kaninchenwerder, Reierwerder, Eiswerder oder Baumwerder?
Rayerwerder ist, glaube ich, irgendwo in Spandau oder Eiswerder. Also die beiden sind es nicht, denke ich mal. Kaninchenwerder oder Baumwerder. Hm. 10.000. Oh Mann. Oh. Junge, Junge. Hätte mein Buch etwas gründlicher lesen sollen. Bis jetzt haben Sie, glaube ich, die Bücher sehr gründlich gelesen. Ja, ich habe, aber das ist jetzt... Ja, Bäume gibt es da auch, aber sicher auch Kaninchen, also... Bis 1795. Ja, ja. Hm. Ich nehme Kaninchenwerder. Was soll ich machen? Ja, es ist bestimmt eins von den beiden, aber Eierwerder glaube ich nicht. Ich nehme Kaninchenwerder. Wenn Sie mich so anstarren, dann vielleicht ist es doch Baumwerder. Oh je. Jetzt gucke ich Sie nicht mehr. Sie brauchen mir nur sagen, was ich annehmen soll. Nein, ich nehme Kaninchenwerder. Ich denke, Babe, ich kann mich jetzt Letztes nicht mehr Wort? Blamieren. Ja, es ist so. Dann nehme ich das an. Frau Köster, darf ich Sie jetzt wieder ansehen? Ja, Sie dürfen mich gerne ansehen. Sie hatten recht! Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, hatte hier eine Kaninchenzucht und deshalb Kaninchenwerder. Frau Köster, Sie haben 10.000 Euro gewonnen und das Berlin-Quiz-Buch. Machen Sie mal sitzen. Das überreiche ich Ihnen. Sind wir alle aufgeregt? Bei uns gewinnen Frauen die 10.000 Euro. Naja, Frauen ich sind weiß es jetzt. Das lassen wir jetzt so stehen am Ende der Sendung. Ich danke, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Und Frau Köster, viel Spaß mit den 10.000 Euro. Danke Ihnen hier im Studio.